Hallo alle, it is Irmeli time. Freue mich, dass ihr alle da seid. Leute fragen mich oft, Irmeli, wie bekommst du so viel hin? Wie hast du schon wieder das und das geschafft? Wann machst du das alles? Okay, natürlich der größte Grund, warum ich das alles schaffe, ist, weil ich kein Fernseher gucke. Aber ich habe System für alles. Also meine Alltagsaufgaben, die mache ich nicht nur so, sondern ich habe Systeme, dass alles möglichst schnell und praktisch läuft. Ich bin dauernd beim Optimieren und Sortieren. Gerade eben habe ich zum Beispiel unsere Konservendosenschublade sortiert, weil ich bemerkt habe, dass ich zu lang brauche, wenn ich gucke, habe ich noch Kokosmilch oder nicht. Und deswegen habe ich das jetzt anders sortiert und somit geht es in Zukunft noch schneller. Heute will ich mit euch reden, wie du schnell deine Einkäufe erledigst. Weil Einkäufe nehmen eigentlich ziemlich viel Zeit. Also erster Tipp, fahr nur ein bis zweimal die Woche einkaufen. Zweiter Tipp, fahr nie extra einkaufen. Also verbinde das immer mit einer Aufgabe. Ich zum Beispiel war heute Morgen in der Stadt und habe da eine kurze Rede gehalten bei einer Schulung. Und danach bin ich einkaufen gegangen. Aber ich fahre sehr selten extra einkaufen. Dann musst du ja gucken, dass du möglichst schnell von dem Supermarkt rauskommst. Und dafür habe ich ein System entwickelt und die sieht folgendermaßen aus. Ich habe so DIN A4 und die habe ich auf 6 Parteien geteilt. Und in meisten Supermärkten fängt der Supermarkt ja an mit Salatabteilung, mit dem Grünzeug. Das hat ja den Grund, dass die Supermärkte wollen, dass die Leute kaufen ja möglichst viel Frischware, weil das ja am schnellsten kaputt geht. Und da ja viele Leute mit Hunger ins Supermarkt gehen, deswegen haben sie diese grünen Sachen da ganz vorne. So, ich benutze diese Liste immer, wenn ich mich für größere Festen vorbereite oder nach Rezept kochen will. Meistens koche ich nicht nach Rezept, ich koche immer auf den Kopf. Aber wenn das der Fall ist, dass ich zum Beispiel was Besonderes backe, so wie Kutzle vor Weihnachten, dann benutze ich diese Liste ganz oft. Also, ich habe diese Abteilungen hier, dann sagen wir mal so, ich habe jetzt vor, dass ich mache Mozzarella-Salat. Dann habe ich ja hier schon Tomaten und dann schreibe ich noch hier zu Milchsachen Mozzarella. Und bei mir im Haus darf nie Milch fehlen. Wir trinken eigentlich Rohmilch, das hole ich von dem Bauernhof. Immer 10 Liter Rohmilch, aber wenn der Rohmilch aus ist, dann müssen meine Kinder und ich Haarmilch trinken und das nennt sie bei uns Notmilch. So, also Notmilch und Sahne muss immer viel im Haus sein. Also ich habe mindestens immer halbe Liter bis Liter Sahne im Haus und dann noch Haarsahne, weil Kaffee ohne Sahne, das geht gar nicht. So, dann haben wir hier die Trockensachen. Wenn wir schon beim Thema Kaffee sind, kann man hier reinschreiben, dass ich brauche Milchreis und Kaffee und Mehl und Zucker. Und wir waren vorhin bei dem Beispiel Kutzle, dann würde in diesem Fall zum Beispiel Mandelmehl dazu, gemahlene Mandeln dazu kommen. Und dann haben wir hier natürlich die Wurstware wie Salami oder andere Fleischware, Schinken, Hackfleisch. Ich schreibe jetzt nicht alles hier, einfach so, dass ihr bekommt die Idee. So, dann habe ich noch eine Abteilung für die Konservensachen, so wie jetzt Salzgurken oder Senf. Und dann habe ich noch die letzte Abteilung habe ich dann für Sachen, die man nicht isst. Zum Beispiel Klopapier oder Tesa oder solche Sachen oder Batterien. Ich brauche immer viele Batterien für den Spielzeug für meine Kinder. Und so, dann habe ich die Liste fertig. Also wenn das jetzt eine Liste war, die ich nach Rezept gemacht habe oder nach Rezepten, ist natürlich immer auch vorteilhaft, wenn du deine Wocheneinkäufe mit mehreren Sachen so planst. Da mache ich dann so, dass ich gehe mit der Liste einkaufen und oft ist ja so, du hast Sachen eingekauft und 3 Tage später weißt du nicht mehr, für was hast du die eingekauft. Und dann schreibe ich oft hier hinten die Ideen, was ich eigentlich damit kochen wollte. Aber der größte Vorteil an dieser Liste ist auch, dass wenn du jemanden anlässigst zum Einkaufen, dann ist derjenige auch schnell raus von dem Supermarkt, weil der muss ja erstmal zu der Gemüseabteilung, dann geht der zu der Milchabteilung und so weiter.
Und er muss nicht in den Laden hin und her rennen und du auch nicht, wenn du einkaufen gehst, sondern du kannst einfach gucken, okay, Milchprodukte abgehakt, gut. Und du kannst ja diese Liste auch öfters mal benutzen. Also du kannst ja auch dein Leben so weit optimieren, dass du eine Einkaufsliste hast für Woche 1, für Woche 2, für Woche 3, für Woche 4. So weit bin ich nicht, aber man könnte es ja, wenn man möchte. Ja, auf jeden Fall ist das Ziel, dass du möglichst schnell rauskommst. Ich habe keine Liste hier für die Schleckerlis, weil die Schleckerlis kaufe ich nicht oft und wenn ich was kaufe, dann sind es für meine Kinder und die habe ich jetzt extra nicht hier auf die Liste geschrieben. Bei uns ist so, dass es darf nie im Haus ein paar Grundnahrungssachen fehlen und das ist natürlich immer hier auf der Liste. So, ganz kurz und knapp heute. Ich freue mich, dass ihr da wart bei meinem Kanal. Hat sehr viel Spaß gemacht mit euch wieder. Ich hoffe, ihr abonniert meinen Kanal und tut vielleicht kommentieren und vielleicht möchtet ihr das nachmachen. Auf jeden Fall ist es gut, dass du guckst, dass du nicht deine Zeit verschwendest in den Supermarkt, weil jeder von uns muss mindestens einmal die Woche dahin. Also Leute, ich freue mich, dass ihr da wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.